Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal den Bereich des Motorkühlens, die Kühlflüssigkeit auf Rostschutz prüfen, gegebenenfalls auffüllen. Wir stehen außerhalb des Fahrzeugs, haben die Serviceklappe geöffnet. Der Motor sollte jetzt sich schon ein bisschen beruhigt haben, ein bisschen abgekühlt haben. Er sollte nicht laufen, denn wir wollen den Kühlerfrostschutz checken und gegebenenfalls auffüllen. Okay, unser Smarty, der 453er, kommt mit einem silikatfreien Ethylgen-Nikol-Kühlmittel in der Farbe Rot bis Pink zum Kühlen an den Start. Das bedeutet, silikatfrei heißt, in dem Kühlmittel dürfen keine... Im Prinzip ist das der Hauptbestandteil von Sand, okay? Silizium, Silikate sind da nämlich drin. Das ist jetzt nicht der Sand, so den wir auch in den Computerchips haben, sondern es ist silikatfrei. Das heißt also, kein Sand bitte in eurem Kühl- oder Frostschutz. Denn wenn da Silikate drin sein sollten, ja, die guten alten Silikaten, dann kommt es zum Lochfraß an der Wasserpumpe. Die Wasserpumpe ist dafür da, um das Kühlmittel zu transportieren. Wenn ihr ein Kühlmittelproblem haben solltet, heißt das, euer Motor würde zu heiß werden beim Betrieb und dann würde natürlich dort würden Schäden nach sich das ziehen. Deshalb ist es wichtig, immer mal wieder euer Kühlmittelstand zu kontrollieren. Denn wenn ihr das ganze Kühlmittel austauschen wollt, dann sind so ungefähr 7 Liter fällig. Das macht man aber wirklich erst nach einer langen Zeit. Also das heißt also, kontrollieren ist ausreichend. Wenn ihr aber natürlich seht, dass minimal unterschritten wird und ihr dann wieder das maximal füllt und in einem Monat oder so, in einer Woche, ist schon wieder unter minimal, dann habt ihr irgendwo ein Leck. Das ist meistens dann, ja, höchstwahrscheinlich in eurem Motor ist da ein Leck. Und dann, wenn zum Beispiel hinten dann weißer Rauch rauskommt beim Gasgeben, dann ist das schon mal ein Indikator, dass ihr dort die Kopfdichtung ersetzen solltet. So, aber jetzt erstmal, wir gucken jetzt erstmal, ob hier genug drin ist. Wenn euer Auto noch warm ist, hier vorne, wo jetzt meine Fingers drauf sind, da ist der Kühlmittelbehälter für euren Motor. Ne? Das wird nämlich dann abtransportiert durchs Fahrzeug, nicht durchs Innere, sondern unterm Fahrzeug entlang gelaufen, hinten zum Motor und kühlt da die einzelnen Komponenten. Es kommt dann zurück, wird hier vorne im Kühler durchgespült, durch den Fahrtwind wird dann die Hitze abgegeben und dann geht es wieder zurück und kühlt wieder. Okay? So ist der Kreislauf dort. Ein Teil wird natürlich auch in einem Heizkreislauf für den Innenraum benutzt, von der Wärme, die dort dann abgegeben wird. Dann gibt es ein Gebläse, der pustet dann da durch und transportiert das ins Innere. Damit alles funktioniert und auch geschmiert ist, muss der Kühlmittelstand immer stimmen. Das Kühlmittel sollte das korrekte sein. Wie ich vorhin schon sagte, es muss ein silikatfreies sein. Die Farbe Rot oder Pink sollte dort zum Einsatz kommen. Oder ihr benutzt Prestone. Die haben es echt drauf. Die sagen, kipp mich überall rein, ist kein Problem. Ich arbeite mit allen zusammen. 10 Jahre Garantie, überlegene Korrosionsschutz und für eine längere Motorlebensdauer. Na dann machen wir das doch mal. Das heißt also, wenn ihr das Zeug da benutzt, könnt ihr es überall reinkippen. Wenn ihr explizit genau das, was Mercedes freigeben möchte, nehmt, dann braucht ihr ein, wie gesagt, silikatfreies, Farbe Rot bis Pink mit der Freigabe Nummer MB325.6. Wenn euer Kühlerfrostschutz, welches wir prüfen mit einem Refraktometer, das ist so ein Teil, zu niedrig ist, das heißt also, das wird schon, dann ist dann nur bis minus 1 Grad oder minus 5 Grad dann der Frostschutz drin. Ja, das ist doof, weil dann müssen wir natürlich Kühlerfrostschutz nachschippen. Ihr könnt aber auch erhitztes Wasser, was dann aufgefangen wird, was dann keine Mineralien mehr hat und so weiter. Destilliertes Wasser nachkippen
Okay? Also destilliertes Wasser könnt ihr reinkippen und kühler Frostschutz. Ihr solltet aber nicht nur destilliertes Wasser reinkippen, denn erstens habt ihr dann keinen Frostschutz. Das würde bei 0 Grad Celsius nämlich dann einfrieren, würde eure Leitungen zerstören. Und zweitens hätte die Wasserpumpe und die anderen Komponenten im System keine Kühlung, aber auch keine Schmierung. Denn der Kühlerschutz ist auch, der Frostschutz ist auch gleichzeitig ein Schmiermittel. Der Behälter, wo wir das messen, ist hier, okay, hier in diesem Bereich. Und wenn wir dort dran gucken, sehen wir eine Maximallinie und eine Minimallinie. Zwischen diesen beiden Punkten sollte euer Frostschutz oder euer Mittel dann sein. Wenn dem ist, zwischen diesen Punkten, ist alles in Butter. Wenn wir unter Minimal kommen, müssen wir spätestens auffüllen. Wir können aber auch schon zwischen Minimal bis Maximal auffüllen. Im kalten Zustand, das heißt, der Motor sollte abgekühlt sein. Warum? Weil hier drinnen ist ein hoher Druck. Wenn wir dann hier hingehen und das öffnen, während der Motor gerade ausgemacht worden ist oder sogar noch läuft, dann wird uns hier eine große Wolke an heißen Dampf entgegenkommen und eure Finger werden dann ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn ihr früh aufmachen möchtet, immer Lappen benutzen und Handschuh, ne, um euch wenigstens da zu schützen. Und wenn ihr aufmacht, zischt es dann. Es ist nämlich hier dann normal, dass dann Zischen zu hören ist, weil der Druck dann nämlich sich ausgleicht. Dann öffnen wir den Deckel. Hier ist auch ein Ventil drin, ein Überdruckventil, was im Notfall ablässt. Und können dann dort nachfüllen, beziehungsweise erstmal die Kontrolle durchführen. Wir nehmen ein Refraktometer, weil es so einfach ist und viel detaillierter. Das heißt, wir nehmen eine Pipette, gehen runter, ziehen uns was rein. Ne, wir ziehen uns echt da was rein. Und tropfen einen Tropfen hier auf bis zwei Tröpfchen, so ein paar Tröpfchen. Dann tun wir den Rest wieder zurück, drücken ins System, zack zu. Und jetzt heißt es hier durchgucken und dann können wir uns das anschauen, was da alles so zu finden ist. So, und wenn wir nun sehen, sehen wir oben eine blaue Bereich und unten einen weißen Bereich. Das heißt, wir sehen dort die Wasserlinie, okay? In dem Fall spaltet das Gerät nämlich hier das besagte die Flüssigkeit und das Wasser auf, sprich unser Kühlmittel. Und wir schauen jetzt auf der Ethylenglykolseite, also Ethylenseite. Das ist die rechte Seite in der Mitte, okay? Und wir lesen ab, boah, das ist minus 43 Grad Celsius, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir wissen jetzt hier, minus 43 Grad Celsius hält der Teil hier aus. Ne? Also bis es einfriert. Ergo müssen wir hier in unserem Fall danach abwischen, ne, damit das nicht da Messveränderungen beim nächsten Mal durchführt. Wir wissen also jetzt, dass wir hier explizit kein Frostschutz nachschilden müssten. Das können wir trotzdem. Hier würde reichen, destilliertes Wasser nachzuschütten. Jetzt ist er kalt. Jetzt gehen wir also hin und werden eine Nachfüllung durchführen. Und zwar, weil wir ja jetzt wissen, minus 43 Grad. Das wird bei unseren Breitengraden ja gar nicht mehr passieren. Das heißt, wir können jetzt hier etwas Wasser nachfüllen und ein paar Tröpfchen Kühlerschutz. Das heißt also, wir holen uns jetzt etwas destilliertes Wasser an den Start und dann können wir das hier reinkippen. Achtet aber darauf, dass ihr nicht zu viel reinkippt, denn wir, die Maximallinie, ne, ist am Start, die dürfen wir nicht überstrapazieren. So, das heißt, ein bisschen destilliertes Wasser rein, zack, und gucken, wo sind wir angekommen, reicht so, schön. Dann kippen wir noch ein bisschen Kühlerschutz nach. Ne, ihr wisst ja, ich benutze das Preston, welches wirklich überall reingekippt werden kann. Finde ich faszinierend, aber cool. So, ein bisschen davon rein. Zack, super geil. Und damit haben wir hier auch wieder aufgefüllt. Wenn das öfters passiert, wie gesagt, müsst ihr immer gucken, dass ihr dort den Fehler findet, warum es so ist.
Und wenn ihr jetzt gemessen hättet, gerade minus 5 Grad oder so, dann wäre ich hingegangen, hätte nur Kühlerschutz aufgefüllt und hätte danach natürlich nochmal eine weitere Messung durchgeführt. Ne? So können wir also unseren Kühlerfreund hier richtig gut am Start halten. Achte mal darauf, dass es zwischen der Maximal- und der Minimallinie sich befindet im kalten Zustand. Und schon habt ihr euren Motor richtig gut am und nice am Start. Benutzt entweder rotes oder pinkes mit der Kennzeichnung MB325.6 beziehungsweise, wie ich gerade sagte, das Preston-Zeug könnt ihr immer reinkippen. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so. Es gibt noch eins. Ihr könnt auch solche Schwimmer haben. Das heißt, eine Pipette ist das. Dann zieht ihr einfach die Pipette auf, dann kommt das Mittel da rein, dann schwimmt da drinnen eine Skala. So könnt ihr auch messen. Aber Refraktometer ist einfach viel genauer und wie ihr gesehen habt, sehr einfach zu diagnostizieren. Ihr müsst nur wissen, ob es silikatfreies oder silikathaltiges Mittel ist. Zun, zun.